Falschning bei Splatoon 2. Ja, haut, gucken wir uns mal nach die Kosteien. Wenn wir ja ein bisschen geschafft die letzte Zeit, und wir leveln da mal ab Level 2 rauf, also Stufe 2. Und hier gebe ich auch so ein Leo zu und haut. Wir können sie wirklich raus. Das mal ein bisschen vorbereiten, ob dann. Boss, voilà, das ist schon Maximum. Wow. Und dann machen wir mal Stufe 3. Kann man auch nicht. Wieso auch immer. Also, das ist eben wie üblich. Wir können auch die Dote freischalten. Da gucken wir vielleicht auch Curling-Bombe. Die geht hier im Online-Modus an Turbo-Bombe, wie kleine Mäppchen rundherum laufen. Kann man leider nicht. Kann recht mich spät wahrscheinlich. Weitere Waffen kann man auch nach so Rob-Moven. Wir haben leider auch keine Suche mehr. Das wäre doch der Problem für dich gewesen. Sehen. Am Haut gehen wir da eben. Und zu uns zwei den Level nicht machen. Und da geht es viel um den Boss von der zweiten Welt. Das heißt, hat er ein Part, wo only Story Mode gespielt wird. Und ich denke, am Octolingital, am Korallenviertel, gehen wir uns das direkt angucken. Hallo, only dachte die Menschen, dass es da gewesen gehen. Und jojo. Klängen, aber feine Level. Wir im Online-Modus. Wir kennen natürlich auch noch von Splatoon 1 Octolinge. Da ist ein Mini-Elektro-Welt. Okay, das ist neu. 8 Mini-Elektro-Welt sind wert von engem. Ich muss den Dado wahrscheinlich sehr befreien. Oder muss halt die Dose spontan auch immer gut zu wissen. Aber wir müssen natürlich auch eine Schriftrolle schlucken. Voilà, das geht da so. Das ist. Ah, cool. Das ist dann mal erneuert. Good job, Nintendo. Da die Lung muss so Mini-Elektro-Welt auf der Map sich spielt natürlich viel mehr interessant. So, da kriegst du. Ich kann mal nicht. Voilà, weg mit dir. Ist noch in der Uwe. Wow, okay, das du hast dann mal. Nice Job, nice Job. Ich bin überrascht. Ich fall dir bald häufig vom Stuhl. Ja, da haben wir vielleicht ein bisschen Sekunden gegeben. Das ist wirklich dann viel mehr effizient und total gesehen. Ich weiß nicht, ob man da haut. Ob man haut, mal überhaupt den Bus noch gemerkt, weil das schenkt ja mich happy zu sehen. Wow, okay. Okay, der da leckt. Hat er gesehen. Voilà, okay. Wenn auch die falsche Aufkommen hätten, die sollen Höllen immer abgelabert haben. Voilà, mal gucken, wo da hier abzukommen. Tap, tap, tap. Da ist gelenkt. Mal wir gucken, ob wirklich die zwei Gegenstände vorne. Die sehen wie aggressiv gehen. Da sind es wirklich auf Nintendo, weil der Hütz. Zersprang ist sogar über dich, was du Roller bist. Rippy. Okay, ja, du hast Spezialwaffe, gut. Dann tun wir da mal einen weiter Utensil. Muss ich jetzt gucken, wo zum Devil aus Seite noch mit Sachen verstopft. So, gibt es mir lang, wie ich gemerkt habe. Boah, Schuss doch, die ich mal gerade stellen. Wenn du die 8 Pfund das Level da gefunden oder kriegst du dann. Da Möglichkeit. Für das Ganze aufzuschließen. Hier wirklich überall gucken, ne? Weil mir sich noch mal zu sagen. Also, bei mir dann eine Differenz von ich eng die ganze Geschichte. Wir wollen nicht wissen, was Sachen sind. Ja, holy shit, was ist das? Das leckt sich immer so durch. Das, oh.
geil. Ich meine, wir kommen nochmal zurück, ob das spawnen kann. Ja, wir spammen mal einfach neu runter. Okay, okay, okay. Die Creme auch, cool. Ah, ja, ist ein Kösch, die Creme, die mal interessant. Ah, die hast Lummel recht. Der hat ja Stolo gespawnt, wenn du jetzt. Ich muss wahrscheinlich schon die ganze Zeit da durchspielen, vielleicht mal. So, verpackt ihr. Also, der Level ist am random an der Sache von Sach spawnen noch strange. Wenn man dann da die Schriftrolle an. Dann hat vorne noch so ein Rätsel. Was da noch im Hinten zerlackt. Lagging. Story Mode, Szene hat gedurcht. So ist wirklich an sich so wahrscheinlich mal mit der Map bis befassen. Fand ich gut. Letzter Checkpoint. Hallo, mir wird sag. Wo muss ich nur hin? Du hast einen aggressiven auf der Linie. Da kommen wir gar nicht hin, oder was ist das? Okay, und dann ist der Fertig Tisch, wenn wir dort die Schriftrolle kreieren, wie sie sich gesund hat. Schon ein bisschen lusch. Da muss ich mich lange auszahlen oder ob sie dann spawnt. Oder alle geht dippen ab. Ich meine, wir haben den Boss. Und nächstes Mal gucken wir dann noch die Schriftrolle oder schenken die Schriftrolle nach, weil da unten unkommentiert. Oder haben wir mal die Dole. Dann gehen wir erst den Boss gucken. Und wie gesagt, von noch Zeit aus. Bleibst du da, der Boss, der da haben wir. Voilà. Tejlo, den Octo-Samurai rollt unten. Mit 4 Gaff vom 8. Top. Wir sind überrascht von dem anderen Level, schon mit der Kinder mal so kürzer. Geht noch mich schwieriger, dann am Blind Let's Play. Okay, aber wir können den Helden auch noch am 4 benutzen. Mal gespannt, dann Octo Samurai. Hier riet Kampf. Et voilà, den Octo Samurai, also der Teigel oder leider nur kommentiert von mir in einem Rageplatz, das wäre eine Aufnahme. Ich weiß nicht, wie dir es geht, mir in der Samurai sind schon Zeit, als Anschluss zu starren. Schenkt ihm als Platoon dann alles deformiert zu gehen. Formiert, nicht vermehrt. Ne? Und holy shit, das ist so viel eine Eier-Datei machen und jetzt ist das lächerliche, doch Limone. Vom Boss her, den du hörst ja schon ein bisschen so gesehen und den Trailer und dann Spoilers für Splatoon, von der respektive Nintendo selber. Wie soll ich so ein fairer Kampf in den mehr langen wie mir, also Roller natürlich, statt hat was Dealerum gedurcht hat. Mir das aber eine Idee, eine Umsetzung, du, das natürlich ein bisschen. Ich muss nur kommentieren, Shirt für ihr Schmidt. Es schenkt so wie was Platoon 2 der Part geht von Mengen biggest Fails im Sinne von technischen oder bei jedem Troll so im Hünden, dass sie beide schon kommen. Nur guck rein, mein Cards, guck rein, Dot Cards. So, wenn du hörst, das ist natürlich First Main Argument. Und das ist wirklich, Du weißt, der Teil hat nur kommentiert, wir sehen also rund 3 Etappen, dass hier nur ein Dipper festhängt.
Und wie das Einrad, das dort gepackt, das Gewicht, das habe ich mich auch gefragt während dem ganzen Live-Match. Also, das war auch so ein Jean-Pauli-Fuck. Das ist einfach so eine Physik, die nicht so richtig garantiert in der ersten Situation. Ich gehe einfach ein Beispiel, wenn der Misch oder der Ruff oder so sieht, wo VGLO, der ein bisschen wie Muckel Joss wegen meinem Rad gesagt, zählt 10 Ruf und zählt leider durch Schnitz. So, ich zähle mich auch selber mit. Ne? Nicht, dass er mir eigentlich gibt, dass ich die Rufmann oder so, ich zähle die auch zu denen Samurais wie aus Platoon. Vielleicht nicht so extrem wie der Thai geschwabbelt. So was das. Also, wir gucken dann neu, wir gehen im Saures, ja, ja, auch vom Splatfest-Resultat sehen wir nicht. Antrichtig gehen, es geht just süß oder Saures. Was mich ein bisschen bei dem Boss gesteuert hat, dass du die Umsetzung zum Schluss, wenn es den Treffs, da könnten wir es nicht bereiten. Ich probiere die ganze Zeit zu verstehen, aber das ist eine Sache. So, wenn man einfach davon ausgeht, also die Top nehmen und einfach Roller, den auch ein bisschen so wie ein Wischmopp, ein bisschen hier näher gegen hast. Dann hat man den Roller, den sich kann drehen. Das war die zweite, aber also die dritte gesehen, die haben, kann so auch Führer spritzen. Und muss auch da Pause machen, weil der Roller ein bisschen schwierig geht. Und wieder das auch bei Nintendo-Charakteren sowas, wenn es mal so üppische, muckelische Gegner zu denen hört, in gewissen Moment gehst du drin mit und du weinst. Hörst du da drin Zeit für drauf zu haben. Et voilà, der Tischlog sieht aber schon den Schluss von diesem Boss sein. Und von dem Partner geht noch 10 Minuten 4 Runden, ob das ist noch länger Schriftroller an dem Menge Fisch im Level 9. Und ja, wir haben dann Welt 2 den Boss fertig gemacht. Es war wirklich miserabel, wie ich gemerkt habe. Ich habe mir die Battle auch erwartet. Wir hatten ein Blind Let's Play, da wenigst. Nach Chance, gerade mit der Opener, hat es nicht komplett verheiratet, genastisch, allerlei, mehr. Ich muss aber auch zugeben, für meinen Roller, das dort zu spielen, das ist nicht gerade ideal gewesen. Also, ich weiß nicht, was den Dach 80, pardon, dort sich gedurcht hat. Für den Rest, gucken wir mal noch die Quere. Da tut schon beim No-Gucken gestresst, also gut gemeint, Nummer 4. Sind nicht nicht oder wirken Doktorianer, Verstecker, Weiblöcher? Die neuen Designer geht, also geht, ich. Was war das dann? Hast den Empfang einfach gesteuert? Ja, und dann habe ich heute Nacht eben mal eine, möglicherweise elektronische, informatische Erklärung, ne? Die lesen sich das vierte, wisst alle Götten, wie nach die erste laut Bullshit heißt du. Natürlich nicht Bullshit direkt, hier hat noch ein bisschen spät, also wir haben also Frequenzprobleme. Was da wichtig war, war der Weiblösch an der Frequenz. Das ist schon fängt nicht mal an, sich zu spekulieren, dass es wirklich in Richtung geht, dass der Joli, was wir ja sicher, da ein bisschen matt gewirkt hat, auf vielleicht von der guten Seite auf die Base halt drüber gewesen ist. Also, Zone 3 sind wir ein paar Zing recht, gehen wir die entdecken. Lo gehen wir natürlich immer noch zurück bei Level 9. Nur von ein paar, die blind Let's Play kommentiert gehen aus. Hatte ich hier nicht gut, die Schriftrolle zu fangen mit dem Fisch. Und ich präsentiere euch für so den neuen Format, also Updated Format einfach von den Levels mit den Hinterhalten. Wenn die Schriftrolle kriegt, das ist ziemlich knifflig, weil ich schon eine Theorie abgestellt, dass die einfach komplett random abtauchen. Dass du dich musst als Octoling auf einer gewissen Zeit du eben abhalten. Also als Inkling, pardon. Wir sehen ja die Base. Ich wollte mir auch schon auf Seite wechseln in meinem Kommentar. Ja, mein Gott. Also, wir gucken mal ein bisschen rundherum. Es geht eine lange Prozedur. Also, wer Low will aufschalten, der kann natürlich machen. Der sieht ja nur seine Schriftrolle. Aber ja, sind nicht, wen der unbedingt will gesehen. Der kann auch drüber bleiben. Ich war ein bisschen buff, da tun wir schon bei meinem Blind Let's Play gesucht. Bei zum Teufel Nintendo, do, ob die Idee kommen, mal ein keine Ahnung zu bringen. Ne? Da brauchst du einfach nicht gewinnen, das ist immer so ein Moment of Erleichterung, kann ich mal so. Ne? Uff, sie können Namen noch ein bisschen so, ich werde schon diese Effekte daran bringen. Bei den mit der Zeit mit Nintendo spielt, da hat immer ein bisschen mehr. Niemand hat doch bei Breath of the Wild davon schon viel selber gespielt hat, das ist aber was oft, da die, wenn ihr ein bisschen noch zum Beispiel Let's Plays wie beim Blackstar geguckt hat, weiß ich so, wo werden kein Tico. Also, wie gesagt, heute die ganze Zeit, ich probiere alles am Metall anzufilmen, das Anfang einer Analyse.
mal los vom von einer Online-Map, die wir halt machen. Do. Weil ich noch vier haben am Blind Let's Play 4 mit den Levels. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich denke aber, ich glaube, dass wir das Level werden, wir das finishen. Entweder wir fahren Schriftfoto direkt oder nicht. Und da geht es eben nur richtig drüber her, gebe ich noch mal. Karim und so, weil wenn ich noch gucke, dass man noch 10 Minuten noch muss, dann nur leisten, wenn ich das muss sichern. Das ist nicht die perfekte Lesung, meiner Meinung nach. Und ich meine, die erste Kälte, weil doch die erste Kälte die Level aus beim Hinterhalt, geht dann ein bisschen so gemein. Und die ganze Analyse habe ich in Zukunft dann, denke ich, nicht mehr. Weil ich muss so und so gesagt, ich habe noch den Timer, das ist auch gleich, wenn man den ZK spielt. Ich habe mir schon vorgestellt, wieso ist das nicht gemein wie damals mit den Amiibos, dass auch Timer einen Ruf zählen am offiziellen Story-Mode. Vielleicht könnt ihr noch, es wäre schön, weil, wenn ich richtig verstanden habe, sind die Amiibos nämlich so, dass ihr noch dummer Challenges kriegt. Ich bin gespannt, wie es auf 4 geht. Ich habe nicht so viel Spoiler gelöst, aber ich habe eben bei mir kurz rausgelöst. Den hat man mit Amiibo den Scan gemacht. Der kann doch noch Part 13, 14 verschalten bei mir, wenn ich nur so ein okay, der Part war zu lösen. Wir gucken mal mit Amiibo ein Kerl durch. Also, sie mittlerweile auch kommen. Auch at Let's Play, wenn du noch sonst nur gucken, deine Cloud. Ja, Amiibo ist auch mittlerweile auch kommen. Dein merkt den zu sichern, mit der Kristall im Gaming Café den 19. oder so geschwören. So was das. Also, wir machen noch einmal die große Suche. Ich persönlich bin noch so. War gerade so gut, dass Topnam mal geschrott aus, weil. Also, der hat schon gesteuert geworden. Das ist einfach so für sein Passage. Was so eine Stelle. Guckt, ich mache Pfaff hier, ich mache Pfaff da, und hier und da, pipapo. Und ich merke doch, ich sehe ja schon vom Erik gut geschrieben, genau also, selbst Footy oder so, damit er jetzt bei dem Commentary ein bisschen nur lässt. Wenn er das eben. Mir geht ein bisschen krass Differenz, wenn ich blind bin oder nicht blind. Ne? Und weil er hier eine Schriftrolle weiß, du spawnt. Ich weiß es nicht. Ich finde den Dreis von. Also, schön Dreis von mir schon nicht verstehen. Wahrscheinlich muss der in gewissen Zeit bei einem Punkt so bleiben, die Nintendo fertig findet. Hört. Muss ich gucken, wie das vier und sich entwickelt, da der Nano noch. Vielleicht fanden wir da eine Lesung. Und ja, da kommt eben noch dann den Fisch. Den Fischi zu fangen. Und für den Rest ist okay, weil das Thema, das ich nur kommentiert, will ich den Part will wenden und fertig machen, für das auf YouTube könnt. Ich soll es für Marcel noch einkehren, wenn ich nur die Möglichkeit tun. Mittlerweile sind schon mal so 4-5 Parts am 4 erst mit meiner Produktion. Ich nehme ein gewisse Backup, auch wenn es immer meint, wenn es arbeitet etc. Dass es da eins so kennt, zu Lücke kommen. Und auch klar gesagt, lo. Dieses Projekt hier kann noch Sinn, dass diese Spiel kriegt nach kein Zehen. Auch wenn es schon 27 Levels, Parts etc. am gesamten Wert sind. Ich denke, mit der Zeit sind wir schon am Punkt gekommen, da könnte eh mal die Woche und da könnte vielleicht alle zwei Wochen ein Kajer für ein bisschen Spannung einkaufen. Lo am Anfang ist natürlich Splatoon 2 Hype, dafür könnte ich mir regelmäßig sogar 2-3 Mal. Und, ich denke, ich kann auf meinem YouTube-Channel die selbe Entscheidungen holen, wenn ich was bringen. Und in einem Grund, dass ich könnte noch genug Arbeit, beziehungsweise YouTube an VGLU um mich stören, wo ich muss ein bisschen Hand mal packen. Also sind wir mehr bei VGLU, ich meine, Smash Camp oder Matt-Crew, dass das anders hört, genau, dass ich auch auf meinem Mist ein bisschen gewusst. Und du hast eine Responsabilität, was andere Leute, die ein Jahr lang hier am Land um die T-Crew für den Smasherin zu helfen. Ja. Müssen sich alle nur und immer am Motor hinsetzen und hinten beim Turnierhandling etc. helfen und ein bisschen Mod gucken und ein Video schneiden, weil er da so reppen, denn der Grund, wieso Splatoon ich einen gewissen Punkt nämlich C3 mal können dann der Woche, ich gehe so ab September wird der Fall sein, auch extra schon eh mal vorwärts kommen. Einfach ist mein guter Grund. Bei VGLU erwartet mich auch viel Arbeit am Sinn von Smash Camp, kann auch immer online gestaltet. Und auch da und ich das Video zu wenden und zu gucken und ich denke, da mache ich eben ein Verwirr. Kann ich so finden, Erik, dass ich da ein bisschen YouTube mal überholen. Auch von da immer gut so, dass VGLU selber gewohnt hat, dass wir gesehen haben, dass das schon ein bisschen an die Books geht, im Sinne von Motivation von den Streams. Die wöchentlichen Streams laufen doch ein Solo schon, auch wenn sie im Moment sind, dass ich auch nicht mehr die möchte. Nicht Zeit muss ausschwätzen, aber ich wüsste, wie mehr kannten Channel, ich habe Followers, weil er das nicht fischt. Die Köche ist auch da random gespawnt.
bleibt ein Rätsel. Wir hoffen, dass wir in der Welt 3 besser können, besser analysieren, noch für einen Blind Let's Play. Aber wenn ich denke, ihr sollt rausfinden, wann ihr den halt, oder wann ihr doch vielleicht wisst, ihr seht ja rein, dass ihr auch Splatoon Modmash spielt oder Firomash gespielt wird, welches zu lösen sind. Da könnt ihr mal einen Kommentar schreiben, was das für Rätsel hier ist an der Level, am Level Ding mit denen. Mit denen, Leute. Also, wir sehen, also mir noch Dr. Welt zu lenken, muss man mal sammeln, wenn wir auch gestürft sind. Ne? Dafür hast du kein Checkpoint. Und, da musst du auch auf hier aufhängen. Also, das geht witzig. An den nächsten Parts. Ist schön mehr Respekt drin gewonnen, so Levels, weil aus Platoon 1 waren sie wirklich. Zeitverschwendung. Eine Minute musst du spielen und dann warst du durch am Level. Ne? Gerade wenn es die Schriftrolle schon genau weiß, wo sie aus. Für ein Blind Let's Play, also da ein bisschen interessant. So ein Nintendo auf dieser Platz merkst du, dass du einfach wischen, ob der drabricht. Voilà, und da haben wir dann das Level am Korallenviertel aufgeschlossen. Wir gucken erst nach der Schriftrolle zum Schluss hin. Und dann wäre das für das Geier. Ne? Voilà, wir springen raus. Und dann haben wir die Schriftrolle. Bestellt die Cools Ausrüstungsbequem online. Und beim Anemona kannst du sicher gehen, also das ist auch Tandia-Präferenz. Voilà, das war es. Merci für's Gucken. Wen auch immer drüber geliefert hast, tipptopp. Wir sehen uns ab Herzing, dann an der Welt 3 wahrscheinlich. Alle, ciao, ciao.